Shalom Aleichem, dritten Adar, täglichen Tanja. Und der alte Rebbe hat uns schon drei Sachen gesagt. Es gibt Menschen, die sind traurig wegen weltlicher Probleme, gesund, Parnose, Naches. Und da haben wir gesagt, das ist Gottes Nähe. Also immer wenn ein Mensch geht ihm nicht gut und er vertraut Hashem, die Liebe wird größer. So wie ein Kind zum Beispiel, gerade wo er ist im Spital, liebst du ihn plötzlich mehr. Ich kann mich erinnern, wenn einer von meinen Kindern hat eine Mandel-OP, wie viel Liebe habe ich ihm in diese paar Tage ins Spital gegeben. Und manchmal Hashem will auch seine Liebe als Papa. Zweitens, wenn ein Mensch kriegt Gedanken von Unzufriedenheit, von seiner spirituellen Stufe während des Berufs. Und also wenn er arbeitet, er ist jetzt gerade Chauffeur oder Schuster oder Pilot. Und da gerade denkt er, oh, was mache ich noch weltliche Sachen? Das kommt von der bösen Trieb. Und der gute Trieb schickt der Mensch auch Traurigkeit, während seine göttliche Sachen er betet, er lernt. Und plötzlich kommt im Kopf Schmonzes, Bilder, Sachen. Und wenn ein Mensch lernt, es zu beseitigen, die Verführungen, dann ist er ein Profi. Jeden Mensch weiß, es gibt so Crash-Autotest. Also man sieht, wie das Auto hält beim Unfall. Und dann, wenn er ist gut gekratzt, dann kann man ihn gut verkaufen, weil er ist viel wert. Genauso, es gibt auch Pferden, die springen über die Hindernisse. Deshalb, je besser bist du mit deinem Pferd über die tierische Seele. Also unser Körper ist wie ein Pferd. Und unsere Seele ist wie der Reiter. Und zwischen die beiden muss es stimmen und die Herausforderungen bringen uns nicht gleichgültig zu sein und nicht einschlafen beim Schmieren. Also wenn ein Mensch schläft beim Schmieren, das ist das Allerletzte. Jetzt sagt der alte Rebbe, Traurigkeit kommt von Grobheit. Also starke, schwere Klippa, wo der Mensch weiß nicht sein Ort. Was heißt weiß nicht sein Ort? Weiß nicht sein Ort ist ein alter Begriff, er kann sich selbst nicht gut wertschätzen. Es gibt Menschen, wo ihre eigene Selbstwertschätzung ist sehr, sehr geringert. Alle sind gelungen, alle sind gut, nur ich bin gar nicht wert. Deshalb sagt der alte Rebbe, du denkst, du bist gar nicht wert, du sollst nicht im Herzen schlecht gehen. Warum? Dass du bist nicht ein Tzadik. Weil ein Tzadik bekommt er nicht Gedanken von Stuss, von Dummheit. Die Tatsache, dass du Dummheit im Kopf hast, zeigt, dass du bist nicht zadig. Und deine Wertschätzung ist sehr richtig. Du bist genauso, was du denkst über dich. Ja, sehr niedrig. Du hast noch sehr viel vor zu steigen. Und du bist sehr weit von zadig. Und hoffentlich wirst du eine durchschnittliche und nicht eine böse, auch nicht mal eine Minute. Und das ist die Aufgabe von der Durchschnittlichen und ihre Aufgabe zu beherrschen, der Trieb und die Gedanken, die kommt von Herz zum Gehirn und beseitigen seine Gedanken komplett und ihn beseitigen mit zwei Händen. Es gibt verschiedene Wege, Sachen zu bearbeiten. Wenn es gibt Gurken, kann man legen die Gurken in Salz oder in Essig und konservieren. Was passiert nach einer gewissen Zeit? Die Gurke wird eine saure Gurke. Warum? Weil sie war eingelegt in gute Sachen, in Petersilie, in Dill, was weiß ich, alles was man legt, gute Sachen, Knoblauch, Essig und danach kommt eine gute Sache. Jede Sache in dieser Welt lässt Spuren. Spuren von Ort, Spuren von Wohnung, Spuren von Aufzug, Spuren von Kleider. Es lässt Spuren überall. Es lässt gute Spuren und es lässt unangenehme Spuren. Manchmal gehst du rein im Aufzug und jemand vorher war mit einer guten Dusche oder Shampoo. Ah, es riecht angenehm. Manchmal gehst du rein in den Aufzug und einer, der war vorher, hat genutzt irgendeine günstige Duft, die unangenehm riecht oder geraucht oder etwas, was bringt einen Stank. Und alles bleibt saugen in die Wände. Genauso wie Häuser, Wände, Kleider, Zimmer. Genauso ist unser Herz. Unser Herz bekommt auch Spuren die ganze Zeit. Wenn er bekommt Spuren von Gutes,
duftet er gut. Und wenn er bekommt die ganze Zeit Spuren von nicht Gutes, dann wird er verfolgt. Deshalb, immer wenn es kommt in den Kopf eine Gedanke, die nicht passt, muss man sie mit beiden Händen verschieben. Also Grenze setzen sofort und sagen, nicht bei mir, nicht mit mir. Also manchmal der Nein muss sein kipp und klar und nicht eine Stottere. Wir haben schon gegeben dem Beispiel, dass wenn die Mama sagt, keine Süßigkeiten mehr, der Kind hört, oh, es ist möglich, noch einmal zu probieren. Aber wenn er nutzt Chlorix, der Nein ist so stark mit den Ängsten, dass er wird nicht mehr anfassen noch einmal. Genauso der Mensch muss bei sich in bestimmten Sachen von Hashem rote Linie setzen und sagt, das kommt bei mir nicht in Frage. Da habe ich nicht mal einen Zweifel, ja oder nicht. Da die Antwort ist sofort, nein, danke, das kommt nicht in Frage. Ich hatte einmal einen Gast, der so ein bisschen gesprochen, nicht nett über meinen Rebbe. Habe ich das irgendwo nicht ganz verstanden, ich wollte nicht wahrnehmen, habe ich es geschluckt. Zweimal. Beim dritten Mal war er frisch und mutig und er hat gesagt, etwas, das ich will nicht wiederholen über meinen Rebbe. Habe ich ihm gesagt, steh auf, verlasse meine Wohnung und kontaktiere mir nie wieder. Mit solchen Menschen will ich nicht mal diskutieren. Schluss. Du siehst bei mir zu Hause, du hast von mir gelernt und du bist so frech, du hast nicht mal Grenze und Sechel. Ein Kopf kann man nicht da reinstellen. Sagt er, mit zwei Händen wegschieben, dort, wo es nicht passt. Schkoyach.